Manche finden sie klobig und ugly, andere wiederum finden sie sehr, sehr geil. Die Buffalo Boots. Ein Ungetüm, sehen aus wie Hufe, das Comeback des Grauens, finden die einen, vor allem wegen der klobigen Plateausohle. Andere stehen darauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Warum feiert der Ugly Sneaker ein Comeback? Wer heute einen Buffalo Classic Boot kauft, bekommt ihn in einem Karton mit dem Label Buffalo London. Der Schuh ist aber keine Erfindung aus Großbritannien. Die Geschichte der Buffalo Boots beginnt nicht auf einem Londoner Catwalk wie erwartet, sondern in Hochheim am Main in Hessen, einfach in der Nähe von meiner Hood. Und ein bisschen auch in der mexikanischen Prärie. Es ist 1976. Der Deutsche Michael Conradi macht Urlaub in Mexiko. Hier spottet er einen besonderen Schuh, den mexikanischen Cowboystiefel. Diesen sieht man oft an den Füßen der Einheimischen, denn er ist ein Teil des traditionellen Styles und wird Conradi Jahre später zu dem Chunky Sneaker inspirieren. Erfunden wird der Cowboy-Boot im 16. Jahrhundert, als spanische Eroberer Mexiko kolonialisieren. Spanische Rinderhirten, die Vaqueros, treiben ihre Herden durch die mexikanische Prärie und zwar auf Pferden. Die Vaqueros haben nicht viel Geld. Darum brauchen sie einen Reiterstiefel, der stabil, langlebig und günstig ist. Um besser im Steigbügel zu halten, hat der klassische Cowboy-Stiefel einen hohen Absatz. Warum Männer seit Jahrtausenden immer wieder Absätze und Plateauschuhe tragen, das verraten wir dir gleich. Im 19. Jahrhundert spricht sich im Wilden Westen herum, dass der Schuh der Vaqueros ein ziemlich geiler Reiterstiefel ist. In Nordamerika entwickeln die Schuster den Cowboy-Boot weiter, indem sie dekorative Muster ins Leder sticken. Der Cowboy-Stiefel, wie wir ihn kennen, ist geboren. Genau diesen Schuh tragen Cowboys bis heute in Hollywood-Filmen und machen ihn in den USA zum Fashion-Statement. Conradi erkennt den Trend und will ihn nach Deutschland bringen. Zu Hause in Hochheim am Main angekommen, gründet er 3 Jahre später die Buffalo Boots GmbH mit dem verschnörkelten Firmenlogo. Das Unternehmen importiert Cowboy-Stiefel aus Mexiko und den USA und verkauft sie in Deutschland. Mit Erfolg, wie sich bald zeigt. In den 80ern ist der Cowboy-Stiefel für Youngstars in Deutschland der Inbegriff von Coolness. Genauso wie ein Abo von Say What. In dieser Zeit macht Buffalo richtig Kohle, mit Schuhen, die das Label nicht mal selbst herstellt. Ein Jahrzehnt später. Wie der Fukuhila sieht auch der Cowboy-Stiefel-Trend seinem Ende entgegen. Das neue Must-Have der 90s sind Sneaker. Jetzt muss Conradi sich was einfallen lassen. Es sind die 90er Jahre, die Geburtsstunde des Rave. The place to be, wo auch sonst? Frankfurt am Main. Ganz in der Nähe von Hochheim, wo Conradis Unternehmen sitzt. Lange bevor es das Berghain gibt, knallen die Techno-Beats im Omen, Dorian Gray und Music Hall. Es geht um Freiheit, Ekstase und Rebellion gegen gesellschaftliche Normen. Das Motto, dance until you drop, bis zum Morgen und noch länger. Unbequeme Klamotten und Schuhe? In der neuen Rave-Szene ein No-Go. Hier ist Oversize und festes Schuhwerk gefragt. Was findest du gleichzeitig bequem und stylisch? Schreib es uns gerne in die Kommentare. Conradi hat einen Buddy, der in den Frankfurter Clubs mitmischt, und zwar am DJ-Pult. DJ-Legende Sven Väth, aka der Techno-Papst. Hier wird auf dicken Sohlen und Hiking-Boots abgedanced. Von der Techno-Szene inspiriert, kreiert Conradi 1995 einen Turnschuh aus Leder, an den er unterschiedlich hohe Plateausohlen montiert. Bei einem Modell verziert er die Sohle mit Mustern, die an Cowboystiefel erinnern. Geboren ist der Buffalo Boot mit der Wolkensohle. 20 Jahre später wird dieser Schuh High-End-Brands wie Balenciaga zu einem neuen Trend inspirieren. Dazu erzählen wir dir gleich mehr. Die Plateausneaker sind eine Neuheit auf dem Markt. So etwas hat es vorher noch nicht gegeben. Sie sind auffällig, klobig und ganz schön teuer. Ein Paar kostet über 200 deutsche Mark. Heute sind es umgerechnet etwa 160 Euro. Zum Vergleich, 1987 kosten Markensneaker etwa nur die Hälfte. Doch die RaverInnen lieben ihn. Im Laufe der 90er nimmt die Rave-Kultur ein krasses Ausmaß an. Millionen kommen nach Berlin, um bei der Love Parade stundenlang durch die Straßen zu tanzen. Der Style? Bunt, auffällig, einfach anders. Auch in England wird bei Open-Air-Raves bis zum Umfallen getanzt. Aus Rebellion gegen die jahrzehntelange konservative Regierung von Margaret Thatcher, auch die Iron Lady genannt. 1990 erlässt die Regierung ein Gesetz. Veranstaltern von illegalen Raves drohen jetzt harte Strafen. Das heißt aber nicht, dass es keine mehr gibt. Über Piratensender oder Anrufbeantworteransagen erfahren die RaverInnen im letzten Moment, wo die Party steigt.
Die Buffalo Boots mit Plateausohle kommen da wie gerufen. Kies, Steine und Matsch statt schickem Dancefloor, whatever. Das ist ein Grund, warum Buffalos und Britishness so eng verknüpft sind. Auch Conradis DJ-Kumpel Sven Wade lässt sich immer wieder in Buffalo Boots blicken und setzt dem Hype noch einen obendrauf. Von wegen High Heels sind nur was für Frauen. Jetzt tragen auch männliche Raver Plateau, obwohl die Sohle bei manchen Modellen bis zu 10 cm hoch ist. Wie dein Lieblingsschuh gleichzeitig zu einem Symbol von Girlpower wird, das erfährst du gleich. In den 90ern ist es also auf einmal wieder wie im alten Ägypten. Hohe Schuhe sind Unisex, auch Männer tragen sie. Wer Plateau trägt, hat oft einen hohen Status. Auf Bühnen der Antike tragen Schauspieler den Couturen, einen Schnürschuh mit Plateau. Und Ludwig XIV. Steht voll auf High Heels. Für ihn sind sie ein Symbol für Männlichkeit und Macht. Zu dieser Zeit sind hohe Schuhe so fashionable, dass auch Frauen sie tragen, um männlicher zu wirken. Erst seit dem 18. Jahrhundert gelten Absätze und hohe Sohlen meist als weiblich. In den 90ern stehen die Buffalo Boots dank der Spice Girls für Feminismus. Die Spice Girls kommen aus Großbritannien und sind die erfolgreichste Girlgroup ever. Mitte der 90er ist ihr Fame so groß, dass sie sogar die weiblichen Beatles genannt werden. Stylisten der Band entdecken die Buffalos am angesagten Oxford Circus in London. Dort hat die deutsche Schuhfirma mittlerweile ein Geschäft eröffnet. Seitdem sind die Schuhe nicht mehr von den Füßen der Superstars wegzudenken. Sie tragen sie bei Fotoshoots, auf der Bühne und sogar in ihrem eigenen Movie und drücken den Plateau-Boots endgültig den britischen Stempel auf. Dank der Spice Girls schaffen die Buffalos es aus der Techno-Szene straight in den Mainstream. Der Run auf die Schuhe ist so groß, dass sie immer wieder ausverkauft sind. Stichwort Girl Power. Girl Power ist der feministische Slogan der 90er Jahre. Die Spice Girls machen ihn groß. So groß, dass er 2002 als eigenständiger Begriff ins Oxford English Dictionary Online aufgenommen wird. Girls, seid stark, selbstbewusst und haltet zusammen, ist die Message. Eine billige Marketingstrategie, bei der es darum geht, Alben zu verkaufen und die mit echtem Feminismus nichts zu tun hat, finden KritikerInnen. Wie Konzerne das Label Feminismus für Marketing nutzen, erfährst du in diesem Video von Jäger und Sammler. Doch zurück zum Hype rund um die Buffalo Boots. Nach 7 Jahren verschwinden die Plateau-Sneaker wieder aus den Schaufenstern. Der Trend geht vorbei, die Schuhe gelten als prollig, vor allem in Kombi mit Snap-Pants von Adidas, auch bekannt als Schnell-Ramba-Zamba-Hose, ihr wisst, was ich meine. Ja. Das Label Buffalo passt sich dem Markt an und verkauft von nun an Schuhe in allen möglichen Looks, von Stiefeln bis High Heels und Turnschuhen, nur eben ohne Chunky-Sohle. Bis 2017. Es ist das Jahr, in dem die 90s wieder da sind. Auch der Choker ist seitdem wieder voll im Trend. Was er mit Sexarbeit und Revolution zu tun hat, erfährst du in diesem Video. Mit dem 90s Revival wird ein neuer Trend geboren. Ugly Shoes, auch bekannt als Chunky Sneakers oder Dad Shoes. Der Name ist Programm. Balenciaga, Louis Vuitton, Dior. Jetzt releasen sogar High-End Brands Ugly Sneaker. Das Vorbild, die uncoolen Crossfit-Turnschuhe, die amerikanische Dads in den 90ern getragen haben, weil sie bequem sind. Und natürlich auch die Kult-Sneaker mit der Plateausohle aus den 90s. Läuft wieder für die Buffalo Boots. Jetzt haben auch sie ihr Comeback mit der neuen Luxuslinie Buffalo London und mit Promis wie Lisa und Lena. Berlin 2019, die Zwillinge feiern eine fette Party. Sie haben gerade gemeinsam mit Buffalo 3 eigene Modelle released. Natürlich mit der Chunky Sohle. Ihr Werbeslogan? Be yourself. Hashtag not liked. Die Buffalo Boots sollen mal wieder für Selbstbewusstsein und Rebellion stehen. So will es zumindest die Marketingabteilung von Buffalo. Was denkst du? Strahlen Buffalos für dich Girlpower aus? Schreib es uns in die Kommentare.